Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Wild Mender. Hallo Serendipity. Hallo. Hallo und rennt los. Okay, alles ja. Klar. Frau hat Hummeln im Arsch. Wir finden heute, oder hoffentlich finden wir ihn, wir suchen nach Glebs Tempel. Und wir gehen jetzt erstmal in den Norden, weil wir haben ja schon den Marker dafür sitzen. Und wir porten hier auf den Punkt, der immer noch nicht freigegeben ist. Jetzt gleich. Es dauert immer so eine Zeit lang, oder? Ich muss raus, rein und dann wieder. Ah ja, das ist die Anzeige. So, da sind wir. Hier liegt noch so eine Laternenfrucht, habe ich noch mitgenommen. Ja, sammeln ein. Ja, wir werden jetzt... Hast du hier gebetet? Waldgeheimnis ja. Erhalten. Okay. Hm. Und die Quelle gereinigt, oder? Ja, genau. Das heißt, wir müssten hier eigentlich gleich sauberes Wasser bekommen. Und sieht man das, ob hier schlechtes Wasser ist? Habe ich nicht dabei, was ich ein bisschen einpflanzen kann? Ich könnte zum Beispiel einen Kaktus pflanzen. Dann haben wir unterwegs was zu essen, falls wir oben unterwegs sind. Wenn der nicht weggeweht wird von irgendwas. Ich vertraue dem. So, dann setzen wir hier noch. Pflanzen wir noch so ein... Zack. Was haben wir noch? Ich mache jetzt hier dieses Wiesen-Sonnenscheinsamen, mache ich jetzt hier hin. Jetzt habe ich ihn gegessen. Ach Mann, ich habe mich wieder verdrückt. Okay, wir laufen weiter. Ich sehe übrigens einen lila Geist auf der Karte. Das kann sein, weil wir ja Geister aktiviert haben, aber das macht nichts, weil wir haben den Tempel gefunden. Okay. Ich komme. Müssen wir hier kämpfen? Wahrscheinlich, oder? Was ist mit den Pilzen los? Hier fehlt der Boden. Ah ne, der wird jetzt aufgebaut. So. Ich mach mal schon... Keine Ahnung, ich mach mir hier meinen Flammenwerfer bereit. Wer weiß, was hier passiert. Lass uns draußen noch mal graben auf der anderen Seite. Okay. In der Stadt noch ein bisschen graben. Ich habe eine Mondprachtblüte bekommen. Das ist gut, das ist lilane, ne? Ich denke, hab ja. Ich auch schon zwei Stück. Wir hatten doch hier irgendwo so ein arkanes Grab, wo wir die brauchten. Ja. Du hast jetzt Eicheln dabei. Soll ich ein paar Bäume wegtackern? Damit wir ein paar Stöckchen haben? Nein, ich habe zwei Äste. Alles gut. Ich kann das Ding gleich aktivieren. Okay. Du sagst hier ein bisschen buddeln, um durchzugucken. Ja, würde ich jetzt sagen erstmal, ne, oder? Jo, gerne. So, gucken. Ich habe zum Beispiel jetzt noch einen leuchtenden Trank gefunden. Das ist ganz gut, falls uns irgendwie das Leben ausgeht. Ich habe einen Kristalle und Pudding. Genau. Wieso findet man eigentlich verbuddelten Pudding? Wer will denn sowas noch essen? Das ist konserviert. Das ist wie so ein Kühlschrank quasi. Okay. Oh Gott, alles klar. Hast du schon den antiken Pudding? Was passiert? Ich habe hier Besuch. Warte. Ich komme. Lasst meine Frau in Ruhe. Komm mal in Richtung. Oh, das ist aber... Die hauen aber ganz schön rein, du. Ja, oh, was ist denn das? Haben wir noch einen? Ich weiß nicht. Da oben, hier da oben ist so ein Blitz, guck mal, der ist so offen. Siehst du den da oben? Hier Richtung Nordosten. Wo ist Blitz? Nordosten. Oben auf dem Berg. NE steht dran. Ich sehe keinen Blitz. Auf dem Berg oben? So ein, weißt du, so ein Laser. Mein Inventar ist voll, ich kann hier den Dings nicht aufnehmen. Ja, der ist offen, wollen wir den zuerst machen? Ja, hätte ich gesagt, den machen wir jetzt erstmal weg. Woher weißt du, dass der offen ist? Ne, das sieht so aus. Also da sehe ich doch keinen... Ach nee, da ist ein Schutz drum. Das wird nicht dargestellt. Vergiss es.
Hier ist eine Quelle, die können wir zum Beispiel noch beschwören, wenn... Nee, das ist keine Quelle, das ist ein Grab. Ein Grab, ja. Da brauchen wir 3 Mondprachtblüten, 3 Laternenfrüchte und Wachshaar und Essenz. Nee, habe ich alles nicht. Hast du Laternenfrüchte? Eine Mondprachtblüte hast du eben eingesammelt. Eine habe ich ja, genau. Dann gib mir die mal bitte. Moment. Bitte nicht essen, bitte nicht essen, bitte nicht essen, fallen lassen. Danke. Hier ist auch ein Portal. Ja, können wir auch überreden. Ich meine, dann hacken wir so einen Baum klein und aktivieren das Ding, oder? Ja, genau. Ich habe 4 Eicheln. Sammel du einen. Und dann mache ich den hier noch klein. Dann haben wir genügend Stöckchen für die nächsten. Hier ist noch eine Quelle drüben. Oder war das die, die wir schon... Ich habe 6. Nein, die haben wir noch nicht. Hier ist noch. Willst du noch mitnehmen? Ich sammle auf. Stackt bei mir auch. Ach, ich habe... Eine Essenz fehlt mir noch. Eine was? Eine Essenz. Dann gib mir die Eichel, dann mache ich das. Warte. B. Wie ist das hier so Actionmusik? Die Laternenfrucht habe ich auch. Okay. Was denn Laternenfrucht? War das nicht diese goldene? Wo ist denn die Laternenfrucht? Ach, die, ja, ja. Ich habe eine trockene Laternenfrucht. Pass auf, hinter uns. Okay, ich hab's. Repariert. Okay, supi. Ich habe an diese Leuchtstängel gedacht. Ich bin noch nicht so im Game drin. Hier brauche ich 30 Essenzen. Ich kann das nicht reinigen. Soll ich mal probieren? Wie viel Essenz hast du noch? Ich brauche nur einen so eine gesegneter Tropfen. Dann kann ich das wieder aktivieren. Ja. Ich reinige die Quelle. Guck mal, wir machen alles hübsch. Alles wird schön. Sehr gut. Ich buddel noch mal ein bisschen weiter. Wer weiß, was sie noch finden. Kupfer. Ja, genau. Stöckchen. Feuerstein haben wir schon 500.000-fach. Den brauchen wir aber auch. Gehen wir dann zum Tempel gleich. Hier sind Geister. Da kommt eine ganze Gruppe Geister. Wo? Ich komme. Bei mir. Zu dir. Ich komme. Ich rette dich. Burn, burn! Haben wir sie erledigt in einer Stunde. Irgendeine Errungenschaft habe ich. Defeat 20 Tectonic Wrath. Wie heißt es im Englischen? Oh, ich bin am Verdursten. Dann haben wir ja jetzt eine Quelle aktiviert. Ja. Und noch ein bisschen was futtern. Ich ziehe mir rein. Gute Frage. Was esse ich denn, Schätzelein? Ich esse hier mal so ein... Ah, geht noch einer. Er kommt aufs Leben wieder. Ich esse noch einen. So. Jetzt wird schon gefragt, warum ich ständig nichts trinke. Ist ja auch nicht so, als würde ich ständig nichts trinken. Also, was hätte man sonst zu kommentieren unter YouTube? Das wäre auch blöd, oder? Alles Jod. Wenn es blinkt, merke ich das auch. So, gehen wir in den Tempel? Ja. Gott. Ach, Bernstein geht nicht. Phantomangriff. Naja, dann machen wir jetzt erstmal den Tempel fertig. Mit was kämpfst du eigentlich hauptsächlich? Diesem Flammenwerfer oder dem anderen? Mhm, mit dem Flammen. Flammenwerfer. Es sei denn, ich... Warte mal, ich muss einen Screenshot machen. Habe ich Zeit, einen Screenshot zu machen? Okay, ich mache einen Screenshot. Fotomodus. Oh.
So. Kaching. Kaching. Gut. Fertig. Bin soweit. Are you ready? Ja, dann sprech mal mit Gleb. Ich spreche mal mit Gleb. Hallo Gleb, herzlich willkommen. Ich mache hier mal ein paar Vorbereitungen. Er will nicht. Wo kann ich denn mit ihm reden? Muss ich hier richtig ran oder was? Was steht denn in der Quest? Nähere dich dem Altar und bete. Ach, hier unten beten. Immer dieses Beten. Ein Mensch? Nach so langer Zeit? Du hast die Tore geöffnet. Die Monster sind sicher nicht weit entfernt. Es gibt viel für uns zu tun. Hier liegt irgendwas rum, was ich nicht aufnehmen kann. Hier liegt irgendeine Bienenbarbe oder so. Honig 18 Mal. Warte mal, ich heb's auf. Ja. Ich heb's auf. Fang mir den Bauen an. Nimm diese Vorräte. Wenn wir den Tempel reparieren, kann ich so einiges tun, um sie abzuwehren. Alles klar, Gleb, machen wir. Lass uns die Verteidigung aufbauen. Geht es hier? Interagieren, Säule. Da geht nichts an der Säule. Was hast du jetzt gemacht? Hast du die Biene aktiviert? Es steht, erschaffe in der Nähe ach, da oben der rechts, ja. Säule mit deinem Herstellungsmenü ein Arbeitsbienensiegel. Hast du. Und ein Soldatenbienensiegel. Und das mache ich jetzt. Okay, cool. Was ist das? Ich habe was Gelbes gesetzt. So, jetzt muss ich das andere setzen. Dafür brauchst du diese, den Honig. Den Honig, ja. Den er hat fallen lassen. Du kannst aber auch hier an die... Okay, können wir noch nicht. Die Arbeitsbienen sind der Schlüssel zu alledem. Ah, deswegen sind die auch in diesen Tempeln immer im Keller. Vor langer Zeit... Was? Jetzt habe ich nicht gelesen. Erschaffe eine Soldatenbienensiegel in der Nähe einer also Soldat sitzt anscheinend noch nicht. Haben wir doch, Soldat haben wir ist aber nicht abgehakt. Also oben rechts ist nicht abgehakt. Ja, warte, ich gucke. Kannst du es anheben? Ist das das Gelbe? Ja. Kann ich, habe ich. Wohin? In die Nähe? Ich habe grünes und ein gelbes gesetzt. Probier es nochmal. Das Grüne ist das Arbeitsbienensiegel und das... Er macht es trotzdem Gelbe irgendwie nicht. Ist das so eine Datenbienensiegel? Und dann baue ich noch eins. Erschaffe ein Soldatenbienensiegel in der Nähe der Reform. So, baue so viele Abwehranlagen wie möglich, bevor die Phantome angreifen. Ja, genau. Abwehranlagen baue ich gerade. Aber wieso... wieso? Guck mal. Ja. Wieso zählt er das nicht? Weil oben rechts... Kupfer? Ich habe, glaube ich, Kupfer hier. Ich droppe. Kupfer, ja, hier. Die Reihenfolge ist entscheidend. Ja, aber wir haben... Kannst du noch eins bauen? Kannst du noch eine... dann baue ich halt noch einen Soldatenbienensiegel. Ja. Ich brauche noch einen Sandstein. Ich setze den hier kurz mal um. So. Einen Sandstein. Warte mal, habe ich noch Sandstein? Habe ich nicht. Nee, sorry. Doch, da oben. Doch, doch, doch hier. Hier, hier. Da. Der hat die 30... Bitteschön. Also, ich muss jetzt noch das Soldatenbienensiegel setzen. Ach, jetzt setze ich ihn, warte. Soldatenbienensiegel. Hä? Die braucht jetzt Wasser, die gelbe Biene. Moment, das kann sein, dass das Wasser fehlt. Ich gieße. Nö, macht sie nicht. Nö, das ist also das ich Problem. Musste die nicht gießen in meinem Spielstand. Nee, nee, war nicht. Ah, jetzt geht's okay. Ab. Feuer aktiviert. Jetzt. Sie brauchen Hilfe. Ja, wir helfen ja. Go for it. Gleb. Wie mockt der zusammen? Machen wir. Bau jetzt, was auch immer du bauen kannst. Bald werden die Magier hier sein. Okay. Was kann ich noch bauen? Keine Essenzen. Hast du noch Essenzen? Ja. Wo sind denn diese Abwehrtürme? Ach, da oben. Komm zu mir, komm zu mir. Ah, ich brauche noch Honig, brauche ich. Kommst du zu mir? Ja, ich bin da. So, ich gebe dir jetzt, warte. Ja. Ich gebe dir jetzt Bergkristall und Kupfer. Ja, und dann aktiviere ich hier das Siegel. Genau. Go for it. Kupfer und
der Kristall. Okay. Und dann aktivierst du das Flammensiegel bitte. Flammensiegel aktivieren. Weil das greift die, hab ich. Die Dings an. Mhm, sehr gut. Und sollen wir noch so eine Soldatenbiene hinsetzen? Damit warten wir, weil wir verbrauchen dann den Honig. Ah ja, okay. Mhm. Wird schon was werden, wir kriegen das schon. Wir sind zu zweit. Ja. Ich ziehe mir noch was zu essen rein. Mhm. Jetzt geht's los. Wo sind sie? Kommen die hier rein? Da kommen sie rein. Otoki. Okay, wir müssen die grünen Säulen beschützen. Sehe ich das richtig, weil die haben Lebensbalken? Du kannst sie jetzt, glaube ich, bauen. Geh da mal ran und ja. Schau mal, ob die reparieren kann. Ja, kann ich. Dauert ich aber sehr lang. Mich. Schütze mich. Halten! Das macht nichts. Ich kümmere mich um Halten! Halten! Dauert aber sehr lang. Ja, ja, alles gut. Habe ich repariert. Okay. Da kommen sie wieder. Da kommen sie. Sind hier noch mehr unterwegs? Hier schießen noch welche, also müssen ja noch Phantome sein. Gut, wir haben sie abgewehrt. Da kommen noch welche. Haben wir nicht, wir haben die Säule repariert. Uiuiuiui. Da kommt noch. Arbeitsbienen-Siegel. Hey, jetzt irgendwas anderes. Ah, das ist ein Geist, wer dahinter ist, ne? Jetzt lass mich. Ich komme hier nicht durch. Ich habe doch jetzt ein Arbeitsbienensiegel gemacht. Mein Inventar ist voll, jetzt sind irgendwelche Rollen. Ja, werd nicht hektisch. Nein, ich werde nicht hektisch. Ich werde nicht hektisch. Ich werde nicht hektisch. Ich muss mal mein Inventar irgendwie ein bisschen auslösen. Also, die Quest sagt, erschaffe Arbeitsbienensiegel in der Nähe der hervorgehobenen Säule. Auf der anderen Seite ist auch eine Säule. Da habe ich ein Arbeitsbienensiegel hingestellt, aber der nimmt es nicht. Die Rollen hätte ich gerne. Ja gut, das hat er eben schon mal rumgemacht. Ich nehme jetzt mal die Rolle auf, dann können wir die vielleicht lernen als erstes. Das ist eine verdorbene Rolle, die willst du nicht lernen. Klar, ich habe die alle gelernt. Man kann sich ja dagegen wieder gegenheilen. Das habe ich, glaube ich, nur nicht in den Aufnahmen gezeigt. Das könnte das Thema sein. Arbeitsbienensiegel, stell hier jetzt. Mir geht halt langsam der Honig aus. Jetzt. Sie sind hier, setz dich zur Wehr. Ich habe keine Essenz. Dann gib mir es und ich mach das. Wo sind denn die? Siehst du sie? Ich höre sie, da. Da sind sie, auch von der Seite kommen sie. Hast du noch Sandstein? Ja. Dann geh du und kümmere dich um die Reparatur der Säule. Ja, hier ist auch eine Kiste übrigens. Ja, ich weiß. Ich repariere? Ja, repariere, ich beschütze dich. Doch, hatte ich in der Aufnahme gezeigt. Okay, Regie sagt gerade, ich hatte es in der Aufnahme. Neben mir taucht ein... Na genau. Ich hab's gesehen. Du bist so gut. Wir sind ein super Team. So, ich gucke nach einer Säule, aber die sieht noch gut aus. Da kommen noch welche. Du musst die Säule weiter reparieren, bis sie ganz ist. Ah, okay. Du musst die Quest lösen. Was ich alles muss? Ja. Jetzt repariere ich. Nee, das geht nicht. Ja, ich kümmere mich um die Säulen. Hier, die. Ja, mache ich. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht reparieren. Ist nicht kaputt genug.
Bienenreparatur unterstützen. Ja, aber es passiert nichts. Okay, die Bienen repariert das von alleine. Die andere Säule? Die andere Säule? Ich gucke, aber die ist noch ganz. Okay. Nee, geht auch. Auch auf 600. Okay, wenn die 600 hat, dann ist eh vorbei. Dann müssen wir nichts mehr reparieren. Da oben ist noch ein, ist auch kaputt. Da hinten ist noch ein Geist. Komm ruhig rein. Ich glaube, eine Welle kommt noch. Wir haben hier noch eine dritte Säule, die repariert werden muss. Ja. Voll die Action. Hm. Na, was? Da kommen sie. So, aber wo ist hier noch eine Säule? Nirgendwo mehr, ja, ne? Hinter Gleb. Doch, es sind drei Säulen insgesamt. Hier, also hier kann ich nichts machen. Ja. Ich komme. Schrei mich nicht an. Kann ich auch nichts machen. Ich glaube, dass wir jetzt einfach den Timer abwarten müssen. Noch 10 Sekunden. Ich habe keine Essenzen und kein Dings. Wir müssen hier ein Arbeitsbienensiegel erschaffen. Kommst du zu mir? Ja, ich komme. Ich glaube, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr erschaffen. Besiege die Phantome. Ich bin da. Ich habe da Sachen fallen lassen. Ja. Warte, ich kill nur kurz sie. Kampf die mal ein und guck mal, ob du ein Arbeitsdienst-Siegel setzen kannst. Ja. Oder was auch immer die Quest will. Warte. Ich werde so oft beschossen hier. Ein Arbeiterbienensiegel. Ich repariere erstmal die Säule. Ich repariere? Nein, macht. Oh. Ich repariere jetzt. Nicht wahnsinnig. Nein, setz das Bienensiegel, das hilft dir doch beim Reparieren. Ja. Lies doch die Quest. Warte. So. Arbeiterbienensiegel. Da brauche ich Honig. Habe ich dir hinfallen lassen? Dann konnte ich den wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ja, warte, ich droppe. Jetzt. Hier hat er jetzt genommen. Ich sehe den Honig nicht. Jetzt. Jetzt hat er fallen lassen. Jo, steht. Okay, ich bin fast tot. Brauchst du irgendwas zum Leben, was zum Essen? Alles gut habe ich. Die Säule hinten repariere ich, die ist fast kaputt. Geschafft. Nice. Trotz, dass der Mann nicht reagiert. GG. Nee, wir machen die Welt wieder schön. Nix Staub. Alles gut. Wird cool. Ich habe einen Geist gesehen, grün. Ja, gut, dass ich den kompletten Stack Sandstein mitgenommen habe. Auf jeden Fall, ja. Das war wirklich... Das sieht ja cool aus, wo wir mal langgelaufen sind. Das ganze Geglitzer da unten. Mhm. Naja, hat uns geschickt, ja.
habe was für dich. Geschenke. Was? Hol dir das Geschenk von Glebs Altar. Beten. Dieser Meißel hat die Canyons im Gebäude mit erschaffen, die du wiederherstellen geholfen hast. Okay. Natürlich nicht, nur wir. Okay, wir können jetzt Grund erschaffen oder Boden erschaffen? Zerstöre die Außenposten der Phantome. Oh, wir haben arkane Erinnerungen. Hörst du mich noch? Mhm, klar. Wir haben arkane Erinnerungen bekommen, das heißt, wir können jetzt eventuell diesen zweiten Slot freischalten. Okay, ich guck mal ganz kurz. Arkan. Nee, wir brauchen noch einen Punkt. Wir brauchen noch einen Punkt. Schade. Okay. So, wir haben jetzt das Meißel des Landwerkers bekommen. Und wir können einen Riss und eine Erhebung machen und ein Erdbeben. Okay, also... Der Chat sieht das, deine Crowd sieht das. Du hast eine Markierung nicht, gemacht. Na, was hast du da was machst du? Ich teste den Meißel. Hm. Also was auf jeden Fall eine Erhebung ist wahrscheinlich den Erdhaufen, den du geschaffen hast, oder? Gehe ich mal davon aus. Ich mach einen Riss. Der Erdhaufen war schon da. Ich teste jetzt auch mal für mich. Mal gucken, ich gehe mal hier an Riss. Hm. Ich finde das Ding komisch. Ich brauche das, glaube ich, nicht. Hm. Und du? Ah, perfekt. Weißt du, was du damit machen kannst? Du kannst die Rinnen für das Wasser zum Beispiel erschaffen. Du markierst ja Punkt A, Punkt B und zwischen Punkt A und Punkt B macht ihr eine Delle im Boden mit dem Riss. Ja, guck mal. Und jetzt mache ich hier Erhebungen. Ja. Muss ich schließen, ihr Leben. Ah, okay, guck mal, was. Siehst du meine Markierung? Ja, ich sehe die, ja. Ja, dann macht er eine Delle im Boden, genau. Jetzt hat er einen Pickel. Okay. Ja, ist praktisch ein Terraforming-Tool. Aber ein sehr schönes Terraforming-Tool, oder? Meißel des Landwerks. Wo machst du ein Erdbeben? Und was macht das Erdbeben? Zerstört vielleicht Steine? Ich glaube, das holt Sachen aus dem Boden. Guck mal. Ja. Mhm. Also statt buddeln. Ja. Warum probiere ich das hier unten mal? Hier ist ja so viel verbuddelt. Erdbeben Q. Ja, perfekt. Das ist ja sehr praktisch. Ein Flächenspaten sozusagen. Dann würde ich sagen, wir porten uns nach Hause und sehen uns zur nächsten Folge wieder. Machen wir das so? Ich überlege gerade, was ich hier noch machen kann. Ja, aber können wir tun, ja. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge von Wildmender und dann schauen wir, wie wir weiterkommen. Jetzt haben wir schon mal Terraformen. Und wir können immer noch fliegen, das weiß ich schon. So viel habe ich mich schon gespoilert. Irgendwann. Ich will fliegen. Hui. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, tschüss.